Haben Sie ein Key Account Management Handbuch in Ihrem Unternehmen verfügbar oder macht bei Ihnen jeder so sein eigenes Key Account Management? Damit herzlich willkommen zum Impuls der Woche. Jede Woche ein Impuls, ein Zitat, ein Buchtitel, was mich persönlich sehr inspiriert hat, meine Arbeitsweise nachhaltig verändert hat. Am Freitag stand bei mir auf der Agenda Feedback zu einem Key Account Management Konzept, einer Key Account Management Strategie eines sehr namhaften Unternehmens hier in Deutschland zu geben. Und was war passiert? Diese Firma hat eine neue Key Account Management Strategie ausgearbeitet, ein neues Konzept ausgearbeitet und suchte jetzt mal ein externes, neutrales Feedback zum Thema: Mensch, stimmt das eigentlich so alles? Ist das so schlüssig? Haben wir vielleicht irgendetwas vergessen? Und haben mich da gebeten, ein Feedback zu geben. Ja, und das hat mich nochmal wieder daran erinnert, dass erschreckenderweise die meisten Unternehmen so ein Handbuch nicht verfügbar haben. Und Sie können das fürs Key Account Management nehmen, Sie können das genauso auch für überhaupt Ihren Vertrieb nehmen, fürs Online-Thema, also Social Selling in Anführungsstrichen. Das muss nicht immer groß was Kompliziertes sein, aber haben wir eigentlich sowas wie so eine kleine Bibel, irgend sowas Abgestimmtes, wie wir gemeinsam vorgehen? Und meine Frage an Sie ist, Nummer eins, haben Sie so ein Handbuch, so ein Konzept, in dem Sie wirklich mal festschreiben, was Sie unter Key Account Management in Ihrem Unternehmen verstehen, was Sie damit erreichen wollen, wie Sie es umsetzen wollen? Frage zwei, kennt eigentlich bei Ihnen jeder, den es so direkt betrifft, kennt jeder bei Ihnen dieses Key Account Management Handbuch? Nummer drei, wer ist eigentlich bei einem Unternehmen für die Weiterentwicklung von diesem Key Account Management Handbuch verantwortlich? Und die Antwort ist meistens relativ schnell, der Leiter, die Leiterin Key Account Management. Ist das wirklich so? Ich kann Ihnen eins versprechen, in dem Augenblick, wo das immer so nebenbei von der Führungskraft weiterentwickelt wird, bleiben die Key Account Plan Vorlagen über Jahre hinweg konstant. Die Key Accounts bleiben über Jahre hinweg konstant. Die Herangehensweise im Key Account Management bleibt über Jahre hinweg relativ konstant. Bloß der Markt dreht sich dreimal. Und Frage Nummer vier, nutzen Sie so ein Key Account Management Konzept, so ein Handbuch auch aktiv im Onboarding-Prozess, wenn also neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start sind, um alle relativ zügig so auf eine gleiche Linie zu bringen, was Sie in Ihrem Unternehmen unter Key Account Management verstehen? Übrigens auch international wahnsinnig wichtig und spannend. Wir haben es bei einem sehr großen DAX-Unternehmen gesehen. In dem Augenblick, wo dieses Handbuch einmal kurz knackig zusammengefasst war und dann allen Country-Managern auf der Welt zur Verfügung gestellt wurde, kam es plötzlich wozu? Endlich hatte man mal ein einheitliches Verständnis. Man hat durchaus in den Ländern spezifische Nuancen gehabt, links und rechts, weil natürlich die Märkte anders ticken und die Kunden andere Anforderungen haben. Aber das Grundverständnis war immer gleich. Und das hat wahnsinnig viel, nicht nur Produktivität gebracht, sondern insbesondere auch Umsätze. Wie kann man so ein Key Account Management Handbuch aufsetzen? Sie könnten klassisch das St. Gallner Key Account Management Modell nehmen mit den 6S oder, und Sie sehen es mir nach, dass ich an der Ecke mehr Werbung mache für das eigene Handbuch, das Excellence-Modell, das ich immer nutze, mit den 8 Dimensionen. Und dann gucken Sie rein, Nummer 1, welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Key Account Management Programm, welche Begrifflichkeiten verwenden Sie eigentlich, etc. Also einmal mal ganz klares Ausrichten, wo wollen wir hin. Nummer 2, wer sind eigentlich die Key Accounts? Nach welchem Prozess legen wir sie fest? Wer wählt sie eigentlich aus? Wie häufig werden sie überprüft? Was passiert eigentlich im Falle eines Delisting? Nummer 3, welche Sonderleistungen erbringen Sie für Key Accounts? Auch logischerweise außerhalb der Vertriebsorganisation des Key Account Managements. Nummer 4, wie betten Sie die Key Account Management Organisation in die Unternehmensorganisation ein? Und wer gehört alles in ein Key Account Team? Nummer 5, Key Account Managerinnen, Key Account Manager, welche Aufgaben, Rollen, Kompetenzen gehören dazu? Was erwarten Sie von einer Key Account Manager und einem Key Account Manager? Nummer 6, ganz, ganz wichtig und ganz zentral, welche Spielregeln und Prozesse gibt es
im Key Account Management. Wer darf was entscheiden? Wer muss wen über was informieren? Und wer darf eigentlich was? Nummer 7. Werkzeuge. Mit welchen Werkzeugen arbeiten Sie im Key Account Plan? Stichwort Key Account Plan, Stichwort internationales CRM basierend auf Key Account Ausrichtung und so weiter und so fort. Und Nummer 8. Steuerung. Mit welchen Kennzahlen steuern Sie eigentlich Ihr Key Account Management, um zu sagen, wir sind auf der richtigen Spur unterwegs oder nicht? Ja, und damit zurück zur Ursprungsfrage. Wie sieht es eigentlich bei Ihnen im Unternehmen aus? Haben Sie ein Key Account Management Handbuch, Konzept oder macht bei Ihnen im Unternehmen jeder so sein eigenes Ding? Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, bleiben Sie gesund, bis bald, Ihr Hartmut Sieg.